Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und spiele den Demogorgon mit einem Taxi-Perk-Bild mal wieder. Habe ich lange nicht mehr gemacht, habe ich ja sowieso nicht so oft gemacht, aber auch lange nicht. Bedeutet, ich habe Aufgaben zu erledigen. Und zwar muss ich Überlebende weit tragen. Ich mache mal hier die Tür auf. Immer gut. Und boah, hier, das hier ist gut, glaube ich. Und ich muss einen Überlebenden mit dem Demogorgon fünfmal mit dem zerfetzten Angriff treffen. Hallo Nancy. Und nun? Es hat mich gar nicht gestunt. Es hat mich gar nicht gestunt. Total frech. Genau, ich muss weit tragen und außerdem jemanden mit eigenen Händen töten. Mit dem Demo-Hundi. Zwei Dailies auf dem Doggo gekriegt. Und das versuchen wir doch mal hinzubekommen. Die rennt hier im Kreis nur. Dafür habe ich ein Taxi-Perk-Bild mitgenommen. Was bedeutet, dass ich jetzt die Auren der Überlebenden sehe, wenn ich. Die Überlebenden sind gefährdet. Ich gucke mal ein bisschen durch die Gegend. Oh, ich könnte sie zum nächsten Haken tragen, aber nachher hebt noch jemand mir meinen süßen Dried auf. Das möchte ich ja auch nicht. Also, Gupi hat eine Abklingzeit. Aber du kommst in den Keller. Das schaffen wir. Und da oben das Portal, das nützt mir dann auch ganz schön viel. Ich habe noch Erregung und eisernen Griff dabei, damit Henkerstreich und Group hier auch gut aufgehen. So, sorry, nicht der Sonnenhaken, dafür habe ich keine Zeit. So. Die waren hier und da drüben. Hallo. Kein Problem, ich komme gerne rüber. Boah, er rennt komisch. Okay. Dann wollte ich. So kriege ich natürlich meinen zerfetzten Angriff nicht ans Laufen. Nee, er ist hier lang. Er läuft so eigenartige Wege. Okay, da vorne haben wir noch eine Palette. Ziehst du die? Danke. Da wurde aus dem Keller gerettet. So, Billy Boy. Das zählt doch für meine Daily. So, und sehen wir Auren? Nö. Komm, dann kommst du hier dran. Warum Taxi? Taxi, weil ich sehr gut funktioniere. Und zwar, wenn ich jemanden als Beifahrer habe. Bedeutet, wenn ich jemanden auf meiner Schulter trage, werden alle meine Perks aktiviert. Ansonsten spiele ich quasi Perkless. Ich habe vergessen, Portal zu setzen. Oder zu nutzen. Ich bin länger unentdeckbar. Das sollte ich eventuell auch mal nutzen. Hier und da und dann hier. Verstecken sich alle, weil sie Groupies sind. Meine Fans. Immer gerne. Na gut, dann machen wir hier mal so ein Portal. Und teleportieren uns in den Keller. Gucken wir mal. Warum nicht, oder? Ich bin länger unentdeckbar. Vielleicht hilft es hier. Vielleicht erwische ich ja jemanden hier. Nee. Jetzt trauen sie sich nicht mehr mit die Gens, ha? Der ist auch aus. Schade. Das heißt, ich mache hier nochmal ein Portal hin. Da hinten hatte mal vorhin jemand gearbeitet. Der Gen ist auch aus.
dort. Ja, dann gehe ich da doch mal gucken. Doch direkt weitergerannt. Oh, da waren sie mit mehreren. Trete ich einmal gegen, der ist nämlich fast fertig. Der braucht einmal ein bisschen Rückschritt. Okay. Hier lang, da lang, lirum larum, Löffelstiel, den Bill. Der mit den verrückten Laufwegen. Na gut, wenn es da kracht, dann gehe ich da gern zurück. Den Leon hatten wir auch noch nicht. Ach, das ist ein Dwight. Dwighty Boy, den hatten wir auch schon. Der passt so semi-gut auf. So. So wie ich. Ich passe auch nur so semi-gut auf. Ich musste nochmal gegentreten. Oder den Leon verscheuchen. Ja. So. Okay. Nee, gönn ich nicht. Der brutzelt noch. Hä? Okay. Ich höre ihn aber noch. Ich höre ihn nicht. Er hat eisernen Willen dabei. Was? Das hat nicht getroffen, glaubt ihr das? Jetzt kriege ich ihn aber. Hart im Nehmen. So. Krass. Okay, 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 okay. Puh, dafür, dass wir die ersten Jagden so gut gemeistert haben, sind die jetzt echt nicht gut gelaufen. Leon müsste da hinten irgendwo Panik kriegen jetzt. Yo. Hallo, ich bin's. Du bist mein Groupie. Was hältst du davon? Nein! Ich hab mich weggedreht gehabt. Nein! Lol. Das war gut, aber Leon, du bist ein Groupie. Hallo Nancy. Zwei an einer Palette, ha? Huh? So. Hallo. So. Und sie rennt weg, sehr schön. Und er liegt auch. Auch schön. Greedy. Die Survivor, die mag ich. Die, die greedy sind. Der zu früh gezogen. Hallo. So, die Palette ist weg, aber wir haben hier nur noch den lieben Dwighty Boy, den wir auch richtig toll hier an den Haken hängen können. Groupie triggert nicht. Das heißt, ich setze hier mal endlich ein Portal hin und gehe dort rüber. Bin länger unentdeckbar. Ich hoffe, dass jemand in der Mitte arbeitet. Leider nicht. Könnte hier gearbeitet werden? Na, willst du tanken? Och Mensch. Gut. Für die Daily, was soll's? Töten habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
Eigentlich wollte ich dem Bild jetzt weiter hinterher, aber er wollte gerne mit Medina Zeit jetzt tanken. Was soll ich sagen, nehme ich mit. Ist nur noch ein Gen zu machen. So. Weiter geht's. Die machen das Portal da oben. Da ist Leon. Hallo, Leon. Einfach ein neues. Fetzig von dir, vielen Dank. Die Rettung war stark. Hallo. Uff, der hat geleckt. Da habe ich Bill husten hören. Ist einfach so verrückt, ne? Der steht hier. Na los, willst du Data abziehen? Ja gut, dann. Leckt der Dolle. Komm mal mit. So sehen wir die auch. Und kann ich mal Value aus diesem Perk ziehen? Nicht so richtig, nee. Ich gehe mal bis zu dem Haken da hinten. Was kostet die Welt? Da ist nämlich noch ein... Nee, das ist gar kein Gen mehr. Aber... Dann kann ich zu dem da drüben rüber. Bin länger unentdeckbar. Der. Hier muss ich gegentreten, dringend. Und ein Portal setzen. Kannst du mal aufladen? Okay, kein Killerinstinkt. Das heißt, ich buddel mich mal darüber. Guck mal, ob ich Nancy bekomme. Hier auch schnell gegen. Dann gehe ich wieder zu dem da drüben. Ich hätte mich auch schon teleportieren können wieder. Okay. 1, 2, 3, 4. Da ist jemand. Leon ist auch tot. Na komm schon. Haben wir zumindest ein bisschen was aufgeholt wieder. Kriegen wir noch einen, kriegen wir noch einen. Da ist jemand an meinem Portal. Da hinten arbeitet jemand. Geht mal weg hier alle. Boah, ich bin hier fest. Also hier ist Bill wieder dran. Lass das. Hier sind die Paletten schon weg. So. Die anderen, die sind nicht so... Die wollen sich jetzt erstmal heilen, vermutlich. Das war der Stein. Verkehrt herum. Hier lang. Da lang. Er zieht mich weg von meinem 3-Gen. Aber an den... war niemand dran. So. Dann Groupie. Ihr seid doch bestimmt Fan von mir, oder? Ihr mögt mich doch alle. Bill kommt in den Keller, weil es geht. Groupie hat nicht getriggert. Kommt auch einen Sonnenhaken, mein Freund hier. Kannst du ein bisschen die Aussicht genießen. Und ich buddel mich hier schnell durch. Hier
jemand angeditscht, aber es ist niemand da. Verstecken sich hier wahrscheinlich. Ich habe einen schönen Dreitchen. Ist hier jemand in den Schrank gegangen? Nee. Aber... der Bill wurde gerettet. Alles klar. Brauche ich nur hier oben warten. So. Hallo. Cool. Und? Was sagst du? Von dem Schrank? Oh, ist zensiert. Da kommt er mitten aus der Wand raus. Mensch, ist ja wie beim Original. Wahnsinn. Der geht noch zurück. Sehr schön. Da höre ich Bill husten rechts von mir. Über mir vermutlich. Dreht hier mal gegen. Der hat sich geheilt. Jetzt höre ich ihn eh nicht mehr. So. Dann schauen wir doch mal. Hier ist Nancy wieder dran gegangen. Nancy, was sagst du zu meinem fetzigen Angriff hier? Fetzig, ne? Ich höre dich noch. Hier ist nicht so viel. Okay. Wie oft hingen sie denn? Ist mir egal. Ich hänge sie jetzt einfach da hinten mal irgendwie auf. Für den Groupie. So. Jetzt bin ich an allen Gens einmal vorbei. Der geht noch zurück. Rechts neben mir. Hallo, Bill. Rupee. So, dann. Hier, der alte Mann. Den können wir doch mal uns schön wegsnacken. Lecker, lecker. Schön mit Fluppe im Mund. Das ist nicht so gesund, ne? Also, es tötet. Rauchen tötet. So, Nancy ist ja unsere Freundin. Okay. Hi, Nancy. Wärst du nicht rausgegangen, hätte ich dich nicht gehört. Schönes Wiedersehen auf jeden Fall. Toll. Mensch. 4 Muris in 1. Einen habe ich ein bisschen getunnelt, sorry. Aber wenn er mit gediehener Zeit so dringend tanken möchte, dann ja, möchte ich ihn dringend Murin. So, töte als, Überlebender. Töte als Überlebender einen Demogorgon mit eigenen Händen. Habe ich geschafft. Hole ich mir ab. Vielen Dank. Ich habe die Angriffe nicht geschafft. Nur 3. Schade. Und wie weit habe ich sie getragen? 300 Meter. Das kann sich sehen lassen. Doppelpip habe ich dafür gekriegt. Die haben jetzt auch nicht schlecht Punkte gemacht. Also ich bin schon mit weniger Punkten aus der Runde, aus dem Ausgang rausgegangen. War schon nicht schlecht. Ah, die hat sich geheilt mit innerer Heilung im Schrank und ist dann so ganz leise rausgesneakt. Mensch, die Ärmste. Ja, sie hätte ein bisschen warten sollen. Ich hätte sie nicht gehört. Witzig. Ja, cool. Was sagt ihr dazu? Demogorgon als Taxi. Kennt ihr schon zum größten Teil, oder? Ich sag GG. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.